Willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach längerer Pause starte ich diesen Kanal mit neuen Ideen und einem breiten Themengebiet neu. Es wird hier zukünftig nicht nur um das Thema FPV gehen, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, mir bei meinen kleinen und großen DIY-Projekten über die Schulter zu schauen oder diese als Inspiration für eigene Projekte zu nehmen. In einer Reihe von Videos werde ich euch in den nächsten Wochen den Diodenlaser X-Tool D1 vorstellen, der mir hier für meine zukünftigen DIY-Projekte vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Da ich selbst absoluter Einsteiger für den Bereich Lasercutter und Gravierer bin, möchte ich mich vorab schon für etwaige Fehler entschuldigen. Nutzt doch bitte die Kommentarfunktion und helft mir und auch anderen Zuschauern. Disclaimer: Ein Laser wie der vorgestellte ist kein Spielzeug und sollte verantwortungsvoll verwendet werden. Ich kann nicht auf alle Probleme und Gefahren eingehen, informiert euch daher auch aus anderen Quellen, wie zum Beispiel der Betriebsanleitung, Videokanäle erfahrener YouTuber aus dem Laserbereich, Links habe ich dazu in der Beschreibung hinterlegt, Facebook-Gruppen der Hersteller, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Die wohl wichtigsten 5 Regeln: Tragt eine Brille, die passend zu der Wellenlänge des Lasers, hier 450 Nanometer, die Strahlung lang genug von euren Augen bei ungewollter Reflexion abhalten kann. Ihr habt nur 2 Augen. Damit ihr im Notfall eingreifen könnt, nie ohne Aufsicht lasern und nutzt eine feuerfeste Unterlage. Habt etwas zum Löschen parat, zum Beispiel eine Wassersprühflasche. Lasern bedeutet gezielt etwas zu verdampfen, das aber auch zu Flammen führen kann. Zum Beispiel, wenn ihr zu langsam und mit zu viel Energie lasert. Sorgt für gute Lüftung bzw. Absaugung der Dämpfe und lasert nur Material, das auch zugelassen bzw. unbedenklich ist, wenn es verbrannt wird. Wie funktioniert der Laser? Ein Laserstrahl ist gebündeltes Licht, das mit einheitlicher Wellenlänge möglichst nur in eine Richtung strömt. Der Laserstrahl trifft auf die Materialoberfläche auf, wird absorbiert und erhitzt dadurch das Material. Diese Hitzeentwicklung führt dazu, dass das Material abgetragen oder gänzlich verdampft werden kann. Es ist also möglich, eine Vielzahl von Materialien mit Laserstrahlung zu gravieren, zu markieren oder zu schneiden. Auf dem Markt für die Hobbyisten gibt es aktuell 3 verschiedene Arten von Lasern, die sich zum Teil deutlich in Preis und Anwendungsfall unterscheiden. Grob kann man sagen, die Diodenlaser sind die günstigsten. Dann kommen die CO2-Laser und dann die Faserlaser. Dioden- und CO2-Laser eignen sich zum Schneiden und Gravieren, der Faserlaser eher zum Gravieren und Markieren. Ein Diodenlaser ist schon in der Größe eines Bierdeckels mit wenigen 100 Gramm zu realisieren, während ein CO2-Laser durch die großen Röhren, Wasserkühlung und Netzteile oftmals in großen Gehäusen daherkommt und auch mal 100 Kilo und mehr wiegen kann. Ob ein Material mit dem Laser verarbeitet werden kann, hängt von seiner Absorptionsfähigkeit zusammen. Daher der Laserstrahl eines Diodenlasers mit 450 Nanometer, man muss sich das als UV-Licht vorstellen, wird von Glas und klarem Plexiglas nicht absorbiert. Der Strahl findet keinen Anhaltspunkt, um mit seiner Arbeit loszulegen. Für einen CO2-Laser mit einem für das menschliche Auge nicht sichtbaren Strahl sind diese Materialien aber komplett schwarz und können bei genügend Energie geschnitten und graviert werden. Eine kleine Übersicht seht ihr hier. In diesem Video zum X-Tool D1 soll es darum gehen, das Gerät und seine Qualität besser kennenzulernen, Möglichkeiten, die ein Laser euch bietet, darzustellen, Tipps und Tricks in die Hand zu geben, kleine Projekte zu realisieren und natürlich ein Fazit zu ziehen, ob der X-Tool D1 hält, was er verspricht. Was ist hier geplant? In diesem Video werden wir schauen, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Wir bauen ihn bis zum ersten Probelauf zusammen, denn das Gerät ist ein Bausatz, das in wenigen Handgriffen einsatzbereit ist. Im nächsten Video zeige ich euch die kostenlos enthaltene Software Laserbox Basic und ein erstes Software-Update der Firmware. Dazu werden wir uns noch die Add-ons anschauen, die für mehr Sicherheit und Qualität sorgen. Was danach kommt, erfahrt ihr am Ende vom nächsten Video. Der X-Tool kommt in einem Karton von knapp 10 Kilo, wo alle Bausatzteile in Schaumstoff hervorragend geschützt sind. Im Zubehörbeutel ist eine SD-Karte für den Controller, Kabelbinder und Materialproben enthalten. Ich habe hier die 10 Watt Version inklusive Rotary erhalten. Damit lassen sich auch Materialien mit runder Oberfläche wie zum Beispiel Gläser bearbeiten. Neben dem obligatorischen Aufklebern sind auch Abstandshalter aus eloxierten Aluminium enthalten, die zusätzlich angeschraubt werden können, wenn die Bauhöhe des Lasers nicht ausreicht. Der Laser ist ein einzelnes Bauteil und unterscheidet sich nach Leistung. Aktuell gibt es ihn mit 5 und 10 Watt optischer Leistung, in Kürze wird es auch eine 20 Watt Lasereinheit geben. Betrieben wird der Controller und Laser von einem externen 12 Volt 65 Watt Netzteil.
Das mitgelieferte USB-Kabel ist nicht sonderlich lang, aber doppelt geschirmt. Die grüne Schutzbrille ist für die Wellenlänge des Lasers 450 Nanometer enthalten. Zur Qualität kann ich leider noch keine Aussage treffen, gegebenenfalls investiert ihr hier aber nochmal in ein zertifiziertes Markenprodukt. Das Fett für die Lager, Rollen und Laufschienen ist mit dem coolen Namen Pengsheng enthalten. Die Rahmenteile sind aus massivem eloxierten Aluminium und absolut hochwertig. Der Riemen inklusive Spanner ist bereits eingebaut. Der Controller wird per G-Code gesteuert, so wie bei den 3D-Druckern, und befindet sich mit seinen Anschlüssen für die Steppermotoren im Rahmen. Das integrierte WLAN-Modul kann mit der Laserbox-Software und Handy-App genutzt werden. Die kostenpflichtige professionellere Lightburn-Software kann diese Verbindung aktuell nicht nutzen. Alle Kabel zum Controller sind vorkonfektioniert, mit Gewebeschlauch geschützt und farblich unterschiedlich gestaltet. Kommen wir zum Zusammenbau, der in wenigen Minuten dank der bebilderten Anleitung erledigt sein sollte. Die Rahmenteile werden passend zusammengestellt, um dann mit kürzeren Schrauben und einem 2,5 mm Sechskant verschraubt zu werden. Die längeren Schrauben werden bei den Riemenspannern eingesetzt, um den Abstand einzustellen. Die Schraube an der Seite dient zur Orientierung. Ich habe hier die mitgenommen. Es sollte nicht zu stark gespannt sein, dass es für die Schrittermotoren nicht zu schwer wird. Die X-Achse mit dem Halter für den Laserkopf wird ebenfalls mit längeren Schrauben verbunden. Die Welle für den Schrittmotor der Y-Achse wird auf den Riemen geschoben und per Kupplung mit dem Schrittmotor verbunden. Die verschiedenen Kabel sind kodiert und müssen nur richtig herum eingesteckt werden. Die Kabelbinder dienen zur Fixierung am Rahmen. Darauf achten, dass der Stecker des Lasermoduls gut sitzt. Auf der Unterseite sehen wir den ungefährlichen Kreuzlinienlaser, der in Rot die Position auf dem Werkstock anzeigt, und die abschraubbare Schutzlinse für den Laser selbst. Nach dem Zusammenbau prüfen wir von Hand die Leichtgängigkeit der Komponenten und fetten die Lager gegebenenfalls. Im Controller wird noch die SD-Karte eingesetzt und der Update-Schalter auf die Position On gesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier findet ihr in Kürze den Link zum Video. Wenn das Video euch gefallen hat, schenkt mir einen Daumen hoch und bei Fragen und Ideen nutzt gerne die Kommentarfunktion.